wie die scheiß Pisser durch die Gegend fahren, ey, wirklich. Das nervt doch immer wieder. Ey, was denn jetzt? Gab's ein Update oder was? Um sie zwei? Spandau? Es gibt, ich kann jetzt durch Spandau fahren, also durch richtig Spandau oder was, oder wie, oder? Ja, da brauche ich aber kein Hemdchen, ey, da bin ich aber mal ehrlich. Da muss ich auch Spandau-Style mich da, also sorry, aber da muss ich mich auch mal... Oh. So! So, Ladies, also ich bin noch Single. Ja, dann gucken wir uns Spandau mal an, würde ich sagen. Weiß natürlich jetzt nicht, wie diese alten Geräte hier funktionieren. Hier steht irgendwas 1924, aber 26.06.20. Also ich hoffe mal, dass wir da auch angepasste Busse bekommen jetzt. Also sonst wäre scheiße, ne? So. Für Spandau, Ehre. Na. So sehen Spandauer Busfahrer in Wirklichkeit aus, ne? Junge, jetzt gönn doch. Hyper, hyper, you pretty and I like ya. Move your body, girl, all night long. Hyper, hyper, pretty and I like ya. Move your body, girl, all night long. Oh. Fahrzeug hier absetzen? Was absetzen? Ich habe nur die linke Maustaste gedrückt. Fahrzeug auswählen? Achso, ich kann den Bus ändern. Ich kann mir einen anderen Bus aussuchen. Wieso sind das denn alles so diese Doppeldecker? Ich weiß, die fahren hier auch wirklich durch Spandau durch. Die gibt's hier wirklich. Aber ich will doch einen flachen. Alter. Ich würde einfach um die Bushof starten. Alright. Okay. Wie? So. Okay, ich kann hier irgendwie so gucken. Das ist cool. Ich kann Pause drücken. Motor startet man auf M. Ich W drücke, kommen die Wischer. F ist Licht. Guck mal, ich kann die Alte da voll blenden. Disco, Disco, Party, Party. Spandau hat was in deine Fresse, Alter. Gut. Lol, ich spiele mit dem Numpad. Was ist das denn? Achtung, Achtung, eine Durchsage. Ich bin Karl Kuschinski und ich fahre jetzt durch Spandau, Alter. Ich will krasse Durchsagen machen. Aha. Es geht los! Es geht los! Voila. Boah, Alter, das ist ja eine richtig strange. Oh, ja. Okay. Oh. Ich hab Warnblinker an. Was passiert, wenn man hier über Rot fährt? Oh. Alter, das ist ja richtiges, schwerfälliges Gefälle. Oh, die Zitze juckt. Läuft mit dir, Kalle. Fett bist du geworden. Haltestellenbremse ist das Minus. Okay, verstehe, die Tasten. Also ich spiele halt komplett mit der... Ich spiele nur damit. What is this? Jetzt mach mal grün. Ja, gut. Dann ist mir das jetzt auch egal. Eine Zeit. Du Schande, 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 stopp, stopp, stopp! Ich würde sagen... Wir machen das nochmal. Da stehen jetzt keine Leute mehr. Der andere Bus hat sie mir weggenommen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang muss, bin ich ehrlich. Ah, guck mal, da spawnen neue. Ja, geil. Hallo! Will hier keiner mitfahren oder was? Ihr könnt mir auch ein Foto von eurer Katze zeigen. Ich bin da ganz ehrlich, du. Alter, was ist denn das für eine sexy Mama? Hey! Moin! Ey, ey! Spitzt du oder was? Mein Spandau hier! Boah, Alter, die rammeln mich hier alle weg. Vollgas, rein in die Ochse hier. Gib Gas, Junge! Ich krieg dich. Alter, der gibt richtig Zunder. Ah! Ah! Ah!
Unfall. Sie haben soeben einen Menschen angefahren. Da ihre Geschwindigkeit über 5 Kilometer die Stunde lag, ist von ernsten Verletzungen auszugehen. Der Vorfall wird in ihrer Personalakte vermerkt. Na gut, das ist, ja, das ist mir jetzt auch irgendwie. Oh mein Gott, ich sehe Geister, Stopp! Irgendwas läuft hier wirklich maßlos schief. Ich weiß doch gar nicht, ob ich richtig bin, ehrlich gesagt. Das war knapp. Stopp! Also ich sag mal so, das ist nicht ganz einfach hier bei OMSI 2, ne? Abfahrt ist kirschgrün. Jeder, der was anderes sagt, hat gelogen. Wir brettern jetzt mal durch. Abfahrt! Oh, das ist noch gelb. Scheiße! Ich bin Jesus, Alter. Ich kann durch alles durchfahren. So, stopp. Hi! Willst du rein? Oder? Das ist scheiße. Ey, die steigt schon wieder in den falschen Bus ein! Ich will jetzt mal hier an so einer Haltestelle halten. Und zwar erst rein. Das ist auch gar nicht so einfach mit der Steuerung hier, du. So. Gut. Jetzt absenken. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier einer rein will. Jo, wir sind hier beim Semmeländer Weg, Alter. Gut, dann. Dann weiß ich auch nicht, ne? Muss ich irgendwas machen, damit die einsteigen? Alter, kommen richtig Abgase raus. Walla. Hier. Ah, guck mal, die bewegen sich. Ja, die wollen hier rein. Jetzt alles richtig machen. Komm hin! Ey, wie mache ich denn jetzt, dass ihr bei mir reinkommt? Weil ich bin ganz ehrlich, neu hier in Spandau. Ich habe mein Unternehmen in Seaside Valley normalerweise, ne? Und ich wohne ja hier in Spandau. Aber dass die Leute so unkommunikativ sind, das wusste ich jetzt auch nicht. Also sag doch mal. Ich lass mal kurz die CPU fahren. Ein paar Sekunden später. Wo fahren die lang? Wo fahre ich hin? Ey! Ey! Da ist ein Wald! Gut. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo fährt der denn hin? Neues Spiel starten. Jungs, wir machen das jetzt nochmal von vorne. Bitte sag mir doch einfach nur, wie ich die Leute in meinen Bus ge... Ah, mit der Tasten F5 und F4 gesehen, die jeweils verbannt. Okay, wir machen es diesmal halt anders, ne? So. Kann hier bitte einer reinkommen? Zeigt mir eure Scheißkatze, ist mir scheißegal. Erzählt mir von Winter der Leidenschaft, aber kommt in meinen Bus! Machen wir wieder CPU-Modus an. Hallo, Leute! Kommt jetzt bitte in meinen Bus. Ihr wollt das nicht, ne? Okay, ich versuch's nochmal woanders. Alter, ich krieg so die Krätze mit euch. So, stopp. Rein ins Gehäuse. Bitte, kommt in meinen Bus. Ich bin so verzweifelt, wirklich. Bitte, zeig mir deine Katze! Das kleine Kind, komm. Bitte, steig bei mir ein. Bitte. Wenn ich es schaffe, dass nur eine Person in meinen Bus einsteigt, dann bin ich schon glücklich. Ey, ihr könnt auch umsonst mitfahren, wirklich. Hauptsache, ihr steigt ein. Wirklich. Bitte. Come in and fight out. Es macht mich so traurig, wirklich. Das Spiel sagt mir, ich muss mir da noch was reinschreiben oben, damit die Leute überhaupt wissen, welcher Bus ich bin. Okay. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt hier einen Bus haben, wo Leute einsteigen. Ja. Die haben sich bewegt. Stopp. Und wenn ihr jetzt nicht alle einsteigt, dann flippe ich aus. Ja! Woo! Wir haben es geschafft. Guten Morgen. Ja, moin. Geil, ich habe mich noch nie so gefreut, dass Leute in meinen Bus einsteigen, wirklich. Alter, voila. Ich bin happy. Bin ich ehrlich. Heidi Witzka!
war knapp. Wir fahren zum Rathaus Spandau, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Eine Durchsage, ihr Bitches. Ihr haltet jetzt mal alle euer Maul. Ihr seht jetzt hier mein Bus. Und, wenn ihr mitfahren wollt, dann müsst ihr eure Schnauzen halten. Denke mal, das war ganz eindeutig. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer. Platzer. Muss hier durch. Keine Zeit für so eine Scheiße. Weiter geht's. Dann komme ich ja endlich mal nach Spandau rein. Alter. Die stabile Seitenlage und ich krieg den scheiß Blinker nicht aus. So, nächste Halte. Du, wir fahren jetzt hier mal durch. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Weil wir haben es natürlich mit der Zeit so ein bisschen zeitdrucktechnisch jetzt hier natürlich, ne? Also, da müssen wir natürlich zeitdrucktechnisch. Da ist Zeitdruck, ne? Also hinter. Keine Zeit! Platz da! Ich muss hier mal kurz vorbei. So. Keine Bremse, keine Bremse! Scheiße! Ah, das ist da, eigentlich passe ich hier niemals durch. Wallah. So, Tatüter, Taco, Schinski muss zum Rathaus! Dann ist hier die Expressfahrt! Oder sind Leute? Ja, passt auf jeden Fall. Oh, ei. So. Schnell rein und raus. Sag doch mal einen Ton. Ja, gut. Und ich flieg wie ein roter Ampel. Maschallah, da wird nee, sorry! Heute nicht! Ich muss weiter! Ich weiß auf jeden Fall schon ungefähr, wo ich bin. Das kommt mir hier schon ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, irgendwann geht's links und dann fahren wir zum Rathaus ran. Sorry. Heute nicht, Alter. Ei. Mei, du. Moin, Himmel. Egott! So, war noch Geld. Entschuldigung. Ich habe keine Zeit zum Anhalten. Gut, wir lassen hier noch mal ein paar Leute rein. Okay, hier machen wir noch mal einen Stopp. Hallo, Mademoiselle. Ey, wenn du reinkommst, wird's wärmer, wirklich. Oh, das ist ein Tatütata. Ui! Oh! Platzer, Feuerwehr, Kalle Kuschinski, beide zu wichtig. Guck mal, ich bin schneller als die Feuerwehr erlaubt. Guck mal, die ist so dumm. Gut, dass das nicht ruckelt. Oh! Mann! Oh, ich muss hier mal eben überholen, sorry. Ei. Da ist ein Baum. Ah. Scheiße, Bruder. Das ist das Rathaus. Nee, ist ja gar nicht das Rathaus. Da links ist die Altstadt. Da ist die Altstadt. Genau da. Wir sind am Rathaus. Das ist das Rathaus. Alter, ruckelt das. Rathaus Spandau, Bruder. Wallah. So, Imbiss. Ja, da ist ein Dönerladen drin. Kaplan, Alter. Junge, in dem Imbiss ist kein Imbiss. In dem Imbiss ist Kaplan, Alter. Ich sag's, wie es ist. Wobei die eigentlich... Doch. Ja. Doch, das müsste die sein. So, hier einmal rein und einmal raus, ne? Alter, da steigen alle aus. Sehr gut. Alle raus. Hier kommt nichts mehr rein. So, dann würde ich sagen, haben wir die Leute auf jeden Fall nach Spandau gebracht. Ich zeige euch nochmal eben, wie man zu mir zur Arbeit kommt. Wir drehen hier mal eben ganz entspannt. So, ups. Ja. Oh. Kann man hier eigentlich durch die Altstadt brettern? Ja, Unfall. So, ich will jetzt hier mal in die Altstadt. Altstadt, Spandau. Okay, das sah damals hier scheinbar anders aus. Was passiert, wenn ich jetzt hier gegenfahre? Jo. Ich sag mal so, die Altstadt sieht mittlerweile nicht mehr so aus. Aber Woolworths gibt's immer noch. Dann hier schön durch, ne? Und hier ist normalerweise die U-Bahn-Station. Also hier links, also da. Ist eigentlich U-Bahnhof Spandau. Also Altstadt Spandau. So, hier einmal rechts. Jo, hier ist die Brücke. Das ist hier mein Arbeitsweg. Hier laufe ich jeden Morgen lang. Und am Ende der Brücke ist nicht nur Ende hier, sondern da rechts, da ist Freaks for You Gaming, ne? Und da ist immer, da bin ich gerade. Also da gehe ich jetzt, also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr hier. Ganz ehrlich, ja? War wieder ein Erlebnis, die Scheiße hier, aber mir langsam, ne? Ich gehe jetzt Feierabend machen. Tschüssikowski.